So, und weiter geht's. Wir sollen den Südflügel infiltrieren. Das machen wir doch gerne. Wo ist denn der zweite Typ? Und die Frage ist halt auch, ob der sich umdreht. Wenn der sich umdreht, habe ich ein Problem. Deswegen sollte ich ihn lieber schnell vorher schnappen. Yes. Du Kollege, du kommst mal mit. Deine Waffe, die gibst du mir dann bitte auch gleich. Aber ich kann da jetzt gerade nicht. Aber hier sollte ich ihn eigentlich ablegen können, ohne dass er direkt gefunden wird. Hoffen wir jetzt einfach mal. Machen wir einen Quicksave zur Sicherheit. Man weiß ja nie. So. Tür auf. Oh, Kamera. Ist die über der Tür? Ja, die ist über der Tür. Dann müssen wir jetzt die Lichtquellen ausschalten. Wenn ich treffen würde. Okay. Kamera dürfte mich nicht mehr sehen. PC benutzen. Speicherstick, ja, wollo. Und gleich nochmal eine Notiz. Die schauen wir uns gleich mal an. Die Sensoren des Lasernetzes im Hof lassen sich vom Computer in der Haupthalle des Südflügels aus deaktivieren. Okay. Da ist abgeschlossen. Gucken wir erstmal, ob da irgendjemand ist. Nicht wirklich. Das ist ein Balkon. Soll ich da jetzt rausgehen? Ich weiß es nicht. Wir gucken mal. Ah, anscheinend war das richtig. Da müssen wir jetzt rein, genau in die Küche oder so ist das, ne? Ich brauche hier unten einen Oberst. Wir müssen durch einen Retina-Scanner. Ich habe Oberst Kobiasvili auf Patrouille. Soll ich ihn zu dir schicken? Bloß nicht. Ich hasse den Kerl. Wir finden schon einen anderen. Nein. Ah, wir müssen da. Genau. So war der Plan. Ich wollte mich da unten festhalten, aber das war anscheinend nicht richtig. Das war einer zu Hä? viel. Mission ist beendet. Was denn? Oh nein! Na, welcher Körper wurde denn? Scheiße, ich muss ganz schnell wieder rein und den Typen davon abhalten, den Körper zu finden. Fuck, Mann. Aber wer hat denn den Körper gefunden? Na egal, ich trage den mal weg. Ich hoffe, das war jetzt nicht der, der gefunden worden ist. Oder ich hoffe, dass es der war, weil dann wird er gleich nämlich eben nicht mehr gefunden, wenn wir den hier ablegen. Aber ich schätze fast, dass es ein anderer war, weil ich hier, ich sehe ja niemanden gerade. Okay. Ja, probieren wir es halt nochmal. Ich weiß nicht, ob das irgendwas gebracht hat. Raus. Weil ich kann mir echt nicht denken, welcher andere Körper gemeint sein soll. Der Fahrrad da unten? Ich meine, der ist so gut versteckt. Der dürfte es eigentlich nicht sein. Und Das sonst? war einer zu viel. Mission ist beendet. Ach so. Warte mal, geht's da um dieses Lasernetz vielleicht? Ist hier draußen ein Lasermikro? Geht's darum? Was macht das überhaupt, ey?
Keine Ahnung, ey. Die Offiziere können mit Retina-Scannern verschlossene Türen öffnen. Sensoren des Lasernetzes im Hof. Ah, also hat mich das Lasernetz wahrscheinlich gefunden. Also darf ich jetzt noch nicht in den Hof, sondern ich muss nochmal rein und das irgendwie deaktivieren oder so. Also das ist jetzt das Einzige, was ich mir irgendwie denken kann. Muss ich irgendwie jetzt... Ja, keine Ahnung. Da kann ich nicht durch. Schauen, ob es irgendwo noch einen anderen Weg gibt oder so. Keine Ahnung. Da werde ich auch nicht durch können. Nö, natürlich nicht. Und was war das hier? Keine Ahnung. Hier ist auch nichts. Und da bin ich doch durchs Fenster gegangen. Hä? Oder ist das jetzt das Ding, was ich hier benutzen muss? Ich hab doch vorhin schon benutzt. Was passiert, wenn wir jetzt hier rausgehen? Dann sind wir da. Ist halt die Frage. Können wir von hier irgendwo hin oder eher nicht? Wir machen mal ein Save. Ich meine, ich kann da hoch, aber das nützt mir eigentlich nichts, ne? Bin ich doch wieder bei dem Hof. Das offene Fenster, da muss ich rein. Aber da komme ich quasi nicht rein. Und sonst gibt es ja eigentlich nichts mehr da unten. Wenn ich jetzt runterspringe, mache ich jetzt mal. Dann ist direkt der Alarm ausgelöst, okay. Oh Mann, ja. Kannst du mal dieses dumme Ding da wegtun? Damit er immer mit seiner dummen Kamera, ey. Muss doch noch einen anderen Weg geben. Aber es gibt halt nicht mehr Türen. Es gibt die Tür, die führt in die Garage. Da waren wir gerade. Und dann gibt es noch die Tür, die führt auf den Hof raus, über den Balkon. Aber da werde ich ja instant irgendwie gesehen. Bei den beiden PCs war ich schon, da kann ich nichts machen. Und ich soll den Südflügel infiltrieren. Ich weiß aber nicht, wo der Südflügel ist. Oder sieht mich der Koch? Ich weiß halt nicht immer, was die meinen mit Körper gefunden. Ob die meinen meinen Körper gefunden oder ob die meinen, ja, jemanden, den ich niedergeschlagen habe, gefunden. Aber da das ja immer dann passiert, wenn ich gerade da rumhangel, dann scheint es sich dabei um meinen Körper zu handeln. Oder ich weiß es nicht. Was passiert denn, wenn ich nicht nach rechts, sondern nach links gehe? Also jetzt praktisch hier hoch. Und dann aber darüber und nicht darüber. Maybe das ist die Lösung. Weil hier sind halt eigentlich auch keine Wachen, die mich sehen könnten oder so. Ja, aber da will er gar nicht hin. Das juckt den gerade gar nicht. Der kann auch nicht nach oben. Also ich weiß halt jetzt echt schon nicht mehr. Aber das ist eigentlich richtig, Mann. Guck mal, jetzt funktioniert's doch. Warum geht das? Das war einer zu viel. Hä? Mission ist beendet. Körper.
Alter, welchen Körper meinen die denn? Das gibt's doch nicht, ey. Ich guck jetzt nochmal in die Garage runter, ob da noch eine fucking Wache oder so unterwegs ist. Komm, Fischer, gib Gas jetzt. Wir gehen jetzt nochmal schauen. Ist doch bestimmt irgend so ein Spacken hier noch unterwegs, der da unten dann den bewusstlosen Typen findet, ey. Anders kann ich es mir eigentlich nicht erklären. Und warum passiert das immer genau dann, wenn ich fast am Ziel bin? Tu mal den halt verstecken, ja, okay. Oh, hier schön ins Eck rein. Zack. Oder muss ich hier irgendwo hoch? Nee, hier kann ich eh nirgendwo hoch. Also der wäre schon mal versteckt. So. Dann. Ich meine, die Kamera ist eh schon im Arsch. Das sollte eigentlich nichts sein. Und der liegt da so im Eck, der kann gar nicht gefunden werden. Was ist hier los? Nix. So, versuchen wir es nochmal. Jetzt ist die eine Wache versteckt. Der Typ ist auch weg. Was ist das hier? Das ist ein Alarm, aber der hat nichts mit mir zu tun. Ich kann den nicht irgendwie drücken. Auto kann ich auch nicht wegfahren. Das wäre mir zumindest neu. Kamera ist auch im Arsch. Passt. Ja, mehr kann ich halt echt nicht machen. Und vor allem, wer soll den Körper gefunden haben, wenn hier gar keine Wache mehr unterwegs ist? Ich check das echt nicht. Geh jetzt nochmal da hoch, da liegt nämlich der Typ, ja? Genau. Das ist ja auch kein Problem. Der liegt da gut. Finde keine Sau. Jetzt kann halt höchstens sein, dass der noch gefunden wird. Dann packen wir den auch mal und tun den dahinter seine Bücherregale legen. Nicht, dass hier irgendwie einer reingekommen ist oder so, keine Ahnung. Mal den einfach da hinlegen jetzt. So. Also jetzt habe ich halt echt aufgeräumt. Hier ist niemand mehr. Niemand. Wenn ich jetzt wieder gesehen werde, dann weiß ich es halt auch nicht mehr. Ja, die Frage ist... Ich meine, die haben wir jetzt auch mal kaputt gemacht, obwohl die ja eigentlich nicht das Problem sein dürfte. Denke ich mal. So. Neuer Versuch. Hoch mit dir. Dann muss erst dahin. Ja, ich weiß, ich weiß. So. Komm schon, bitte jetzt. Okay, ich bin weiter als gerade. Es sieht gut aus. Alter, ich hab... Okay, also muss ich mir echt merken, die Typen immer zu verstecken. Weil sonst das einfach irgendwann fehlschlägt. Ja, wie soll ich jetzt da reinkommen, ohne das direkt... Dann nehmen wir mal die Flasche. Ich dachte, die Küche sei geschlossen. Ist ein besonderer Befehl von Oberst Gorbiaschwili. Ja, ausgezeichnet. Darf ich? Bitte. Danke. Ich danke. So, an der Stelle kurzen Cut. Wir sehen uns im nächsten Part.